Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 38, Präpositionen, Kasuswahl. Wegen des Geldes oder wegen dem Geld, Genitiv oder Dativ. Präpositionen tragen die Funktion, zwei Größen zueinander in Bezug zu setzen. Je nachdem, an welcher Stelle sie zum Bezugswort stehen, wird von einer Präposition, einer Postposition oder einer Zirkumposition gesprochen. Das Verhältnis kann dabei lokal, temporal, kausal, modal oder neutral sein. Fast alle einfachen Präpositionen regieren den Dativ und oder den Akkusativ, fast alle komplexen Präpositionen und präpositionsartigen Wortverbindungen dagegen den Genitiv. Die Kasusrektion etwa zwischen Genitiv und Dativ ist Ausdruck natürlichen grammatischen Wandels. Hier spricht man von Nebenkasus, der prinzipiell frei gewählt werden kann. Sieht man von Stilunterschieden ab. Bei diesen Kasusschwankungen wird besonders dann zum Dativ gegriffen, wenn dem Bezugssubstantiv seinerseits ein Genitivattribut folgt oder zwei der Genitivattribute hintereinander stehen. Oft wird der Genitiv nur dann ausgedrückt, wenn dem Substantiv ein flektiertes Wort, zum Beispiel ein Artikel oder ein Adjektiv, vorangeht, das den Genitiv markiert. Andernfalls weicht man häufig in den Dativ aus, besonders im Plural. Steht zwischen der Präposition und ihrem Substantiv einem Substantiv vorangestelltes und von ihm abhängiges Genitivattribut, so wird der Dativ dem Genitiv oft vorgezogen, besonders im Singular.